So, alle anderen nach hinten, bitte. Der Ukraine geht 1-0 in Führung. Was? Hallo? Deiner jetzt. Hallo? Bleibt beim 1-0 für Ukraine. Nummer 12 von Blau-Weiß. Warte. Gegner verkürzt auf 3-1. Nummer 7. Thomas. Oh,
So, wir haben ein ganz, ganz spannendes Turnier gesehen. Leider ist das Endspiel durch Elfmeterschießen oder Achtmeterschießen entschieden worden. Da müsst ihr nicht traurig drüber sein, das ist Profimannschaften auch schon passiert. Denkt dran, die Engländer können gar keine Elfmeterschießen und da seid ihr immer noch besser mit einem Treffer. So, dann komme ich zum vierten Sieger des Turniers. Habe ich den Mannschaftskapitän von Olsten Sommerberg. Das bist du. Gratuliere dir, mein Junge. Bei uns geht Murat dahin. Ein etwas kleinerer Pokal. Aber ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß. Oh, voll, mein Junge. So, einmal Applaus. So. Den dritten Platz belegt der gastgebende Verein VfL Sölde. Lennart. So, ja gut. Das spannungsgeladene Finale. 0-0. Ja, mir ist übrigens aufgefallen, im Endspiel habt ihr kein Tor geschossen. Was war los mit euch? Ja. Vielleicht 14-0 Tore vorgelegt und im Endspiel knackt es nicht. Ha? Schade. Aber ihr habt ein super Turnier hingelegt, ganz, ganz stark gespielt. Gratuliere euch wirklich zum zweiten Platz. Ganz, ganz stark. So. Jetzt zum Turniersieger. Ich mache das schon da. Oh Gott, da kommt das schon ganz nah auf mich zu. Ja. Ich habe es auch wirklich verdient. Jetzt, wenn wir aber Meter schießen oder 8 Meter schießen könnt ihr. Ne? Das hat er gezeigt. Ne? So, gratuliere euch. So. Jetzt darfst du das Ding auch in der Hand nehmen. Jetzt geht schön feiern. Nächstes Jahr zu uns zurück. Und dann möchte ich. Oh, eine Randale. Das ist doch schade jetzt. Und dann möchte ich mich noch erstmal bei unserem souveränen Leiter, dem Schiedsrichter, bedanken, Herr Stasi, der also für jedes Jugendturnier bei uns einspringt und kilometerweit zu Fuß geht. Und das sieht man ja auch. Das sieht man ihm ja auch an. Ja. Also, bedanke mich nochmal recht herzlich. Ich hoffe, dass ihr im nächsten Jahr wieder bei uns seid. Jungs, komm, umziehen!